So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Video-Tutorial-Serie Arduino-Block, Arduino grafisch programmieren. Heute soll es um die Ausgänge gehen, dieser blaue Block hier mit Output. Ich kann mit Arduino-Block DC-Motoren ansteuern, weil ich da aber eine andere Hardware mit Transistoren brauche, mache ich das in einem weiteren Tutorial. Wir wollen uns anschauen, wie man LEDs an- und ausschaltet, wir wollen uns anschauen, wie man Piezo-Summer zum Klingen bringt und wie man Servomotoren richtig ansteuert. Anfangen wollen wir mit den LEDs. Da habe ich zwei Möglichkeiten, entweder Digital Write oder Analog Write. Bei Digital Write kann ich lediglich sagen, wo mein Pin ist und ob die LED an oder aus sein soll. High ist an und Low ist aus. Wenn ich jetzt das hier einfach hochlade, dann geht die LED an Pin 8 an. Mache ich auf Low, geht die LED wieder aus. So, mache ich jetzt hier mein Millisekunden dazwischen, klone mir den Block und sage hier Hi, dann habe ich den ganz normalen Blink-Sketch. Also LED-Ausgänge gibt es nicht viel zu sagen, an oder aus. Mehr kann man nicht machen. Dann gibt es aber noch die Analog Write. Die Analog Write heißt, ich steuere die LED über einen PWM-Pin an, also über einen Pulsweiten-Modulations-Pin. Dadurch dimme ich die Helligkeit der LED, dass ich sie ganz schnell an- und ausschalte. Ich kann es euch mal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt mal die LED an Pin 8 nehme und die anschalte und die LED an Pin 9 mit dem Wert 10 ausgebe und hochlade, werdet ihr sehen, dass die rechte LED dunkel leuchtet und die linke LED hell leuchtet. So, sieht man, ich trenne es mal so ein bisschen hier, dann sieht man, dass die LED sehr dunkel leuchtet. Und so kann ich jetzt auch sagen, dass ich die LED an ausschalten kann. Dazu müsste ich den Wert 0 nehmen und den Wert 255. 0 ist bei PWM immer ganz aus und 255 ganz an. Im Endeffekt erreiche ich jetzt genau das gleiche wie davor, nur über den PWM-Pin. Ihr seht, die LED blinkt. Jetzt könnte ich aber auch sagen, ich nehme hier einen Wert 5 und hier den Wert 200. Dann wird diese LED dunkel blinken. So, ihr seht, hell, dunkel, hell, geht nicht ganz aus. Arg viel mehr kann ich mit LEDs schon mal gar nicht machen, außer an- und ausschalten bzw. dimmen. Spannender wird es bei einem Piezo. Der Piezo-Summer hat den Vorteil gegenüber mechanischen Summern, dass er verschiedene Töne wiedergeben kann. Nachteil ist, an den mechanischen Summern schließe ich Plus und Minus an und der summt auf einer Tonart. Dass ein Piezo-Summer funktioniert, brauche ich eine bestimmte Frequenz. Dazu wird der Minuspol mit Ground vom Arduino verbunden und der Pluspol wird mit einem PWM-Pin des Arduino-Boards verbunden. Dazu gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten wieder. Ich gehe Output, nehme den Analog Write, sag, wo mein Summer hängt und gebe einen Wert vor. Wenn ich das Ganze mal hochlade, dann fängt der an zu summen, wenn ich ihn einstecke. So, jetzt weiß ich allerdings nie, welcher Ton, welche Frequenz, wo bin ich denn mit diesem Summer gerade. Muss ich also ausprobieren und testen und das ist ja meistens nicht ganz so toll. Deswegen gibt es eine bessere Lösung. Ich stecke noch schon aus. Und zwar, es gibt bei Output den Block Ton. Hier kann ich wählen, wo mein Piezo sitzt und ich kann eine Frequenz dazu wählen. 100 ist eine sehr tiefe Frequenz. Moment, kommt gleich, wenn es hochgeladen ist. 100 ist eine sehr tiefe Frequenz. Und je höher ich gehe, oder je höher die Zahl ist, desto höher auch meine Frequenz und dadurch das Pfeifen. So,
Also wirklich edler und besser als über den PWM-Pin. Es gibt auch noch einen dritten Block, der sich ebenfalls Ton nennt. Hier kann ich sagen, wo mein Piezo sitzt, welche Frequenz und wie lang das gehen soll. Wenn ich das jetzt hochlade, macht es natürlich keinen Sinn, weil die Schleife ständig wiederholt wird. Also bringen die Millisekunden nichts. Aber wenn ich zum Beispiel einen Taster einbaue und sage, der Taster 5, wenn dieser Taster gedrückt wurde, dann mach doch bitte an Pin 10 die Frequenz 440 Hertz und zwar für 100 Millisekunden. Dann macht dieser Block tatsächlich Sinn. Okay, das war's dann zum Piezo-Summer. Nun kommen wir noch zum Servomotor. Den Servomotor kann ich ebenfalls wieder über den Analog-Ride ansteuern. Dieses sitzt bei mir auf Pin 11 und ich gebe einen Wert vor. Kurz warm, bis er hochgeladen ist. Dann fährt der Motor hin und her. Ich habe jetzt das Problem, dass ich im Endeffekt selber rausfinden muss, welche Gradzahl ist und was der da macht. Deswegen gibt es wiederum einen Block, der heißt sinnigerweise Servo. Hier kann ich meinen Pin wählen und kann sagen, wie viel Grad der Servo fahren soll. Mache ich jetzt noch eine Delay-Zeit dazwischen. Die muss immer so gewählt sein, dass der Servo tatsächlich die Möglichkeit hat, auch hin und her zu fahren. Lade das Ganze mal hoch. Jetzt fährt der Servo von 0 bis 160 Grad hin und her. Ihr hört aber, dass der eventuell in der 160 Grad Position das Brummen anfängt. Das wollen wir eigentlich nicht haben, dass der hier rumbrummt. Und deswegen, ich lasse es nur kurz hoch, dass der aufhört zu laufen. Deswegen gibt es einen Pin bei Outputs, der heißt Servo trennen und der heißt Servo verbinden. Jetzt hört man es auch, obwohl in der Position ist, brummt der Servomotor. Deswegen sage ich immer, bevor der Servo anfängt zu laufen, Servo verbinden an Pin 11. Dann weiß ich, dass der Servo ungefähr 1500 Millisekunden braucht, bis er in die richtige Position gefahren ist. Dann sage ich Servo Pin trennen. Und dann setze ich meine erneute Delay-Zeit, die mache ich jetzt mal auf, lass mal 3000, einfach damit man es hört. Jetzt klone ich mir diesen ganzen Block, sage wieder Servo verbinden, fahre 160 oder fahre 180 Grad, warte wieder die 1500 Millisekunden, trenne den Servo-Pin und fahre dann wieder hoch. Jetzt laden wir das Ganze mal hoch. So. Jetzt habt ihr gehört, das ist schon gefahren. Brummt nicht. Er brummt kurz nach und dann hört er auf zu laufen. Dadurch, vor allem wenn ihr mit Batterien arbeitet, ihr könnt mal hören. Er brummt noch kurz und dann hört er auf. Besonders wenn ihr mit Batterien arbeitet, ist der Pin wichtig. Denn in diesem Brummen versucht er eine Position zu fahren, die er nicht 100% erreichen kann. Deswegen den Servo-Pin trennen, wenn möglich. Diesen Block kann ich immer setzen. Allerdings ist wichtig, dass ihr den Servo danach wieder verbindet. Sonst kriegt er kein Steuersignal. Genau, das war's zu den Outputs. In der Version von Let's Go Inc., die ich verwende, gibt es noch keinen Ton. Also ich kann auch den Ton-Pin
trennen, dass auch hier kein Strom fließt, wenn ich ihn gerade nicht brauche. Es gibt eine LED-Bar, eine RGB-Pin-Bar und es gibt hier noch verschiedene kleine Bauteile. Die habe ich aber nicht, brauche ich ehrlich gesagt jetzt gerade auch nicht. Aber falls ihr da was machen wollt, das wäre zumindest drin. So, das war's mit den Ausgängen mit Arduo-Block. Ich finde, ihr seht, da kann man schon recht viel machen. Zum Beispiel Servo ansteuern und so weiter. Genau, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich für einen Daumen nach oben.